zusammen. Vor ein paar Wochen hatte ich die Möglichkeit, ganz unerwartet, mit einem Bekannten nach Norwegen zu reisen. Die Reise sah so aus, dass wir erst eine Woche nach Schleswig hochgefahren sind und danach noch zwei Wochen nach Norwegen. Mit dem Zelt und mit dem Bus. Und da wir uns ganz auf den Spuren der alten Wikinger befanden, weil wir auch viele Museen besucht haben, habe ich gedacht, ich mache ein Filmchen. Nicht nur eins, sondern mehrere. Ja, und die wollen wir euch jetzt präsentieren. Und wir fangen an. Im Vogelsbergkreis, genauer gesagt bei Nida, in dem beschaulichen Örtchen Stormfels. Dort nahm unsere Reise im August 2018 ihren Anfang. Nachdem unser Wagen gepackt und mit Lebensmitteln für eine dreiwöchige Nordland-Tour eingedeckt war, ging es auf die Autobahn Richtung Flensburg. Schleswig ist eine Stadt an der Schlei im Norden Schleswig-Holsteins. Der Stadtname kommt aus dem Altnordischen und bedeutet in etwa Bucht der Schlei oder auch Hafen der Schlei. Schleswig wurde als kleine Siedlung nachweislich bereits im 11. Jahrhundert gegründet. Nachdem das bisherige nordische Handelszentrum, nämlich die Wikinger-Siedlung Heitabu, kurz zuvor durch Slawen komplett zerstört worden war. Da zu jener Zeit die Christianisierung bereits in vollem Gange war, entstand in Schleswig unter anderem der St. Petri-Dom mit eigenem Bischofssitz. Als Ende des 13. Jahrhunderts jedoch der machtvolle Aufstieg der Hanse begann, verlor Schleswig seine Bedeutung als zentraler Handelsposten wieder. In dem kleinen Dörfchen Lindau hatten wir ein Ferienhaus angemietet, das uns für die erste Woche unserer Nordlandreise als Ausgangsbasis dienen sollte. Da sich rund um die Schlei eine größere Anzahl von Grabhügeln und Opferstätten befindet, schien uns dies der richtige Ort, um mit der Spurensuche nach unseren germanischen Vorfahren zu beginnen. Den Anfang machte der 1861 aufgefundene Grabhügel Kummerny, der zur späten Bronzezeit vor etwa 600 Jahren vor unserer Zeitrechnung angelegt wurde. Im Zentrum fand man in einer Steinkiste die verbrannten Überreste eines Toten. Außerhalb des inneren Steinkreises steht ein etwa 2 Meter hoher Wächterstein mit mehr als 45 Schälchen. Später, vielleicht erst zur Wikingerzeit, wurde dort ein weiterer Toter unverbrannt bestattet. Der äußere Steinkreis angelegt und über allem ein neuer Hügel von etwa 15 Metern Durchmesser aufgeschüttet. Direkt gegenüber des Grabhügels Kummerny führt ein Weg ins Thorsberger Moor, das vor ca. 2000 Jahren der größte und bedeutendste Opferplatz der Landschaft Angeln war. Dort opferten unsere nordischen Vorfahren ihren hiesigen Göttern allerlei Waffen und Schmuckgegenstände. Vermutlich, um sich damit für den erfolgreichen Ausgang von Kämpfen zu bedanken und sie damit auch für künftige Siege gütig zu stimmen. Die meisten Gegenstände wurden vor etwa 1800 Jahren geweiht. Zahlreiche Waffen, Teile der persönlichen Ausstattung von Kriegern, Zaumzeug von Pferden, ein Gesichtshelm, zwei vergoldete Zierscheiben sowie Kleidungsstücke und Münzen wurden gefunden, wohinter die Ausrüstung einer besiegten Heerschar vermutet wird. Heute dient das ruhig gelegene Moor vor allem als Nist- und Brutplatz für mehrere Vogelarten. Die wertvollsten Funde sind auf den Informationstafeln abgebildet, die rund um das einstige Opfermoor aufgestellt sind.
Sie der Reihe nach zu besichtigen ergibt sich, sobald man den angelegten Rundweg um das Moor abschreitet. Die im Moor sehr zahlreich vorgefundenen Gegenstände sind auf zwei Museen verteilt worden. Zu besichtigen sind sie im Nationalmuseum in Kopenhagen sowie im Archäologischen Landesmuseum in Schleswig. Letzterem werden wir später noch einen Besuch abstatten. Als nächstes suchten wir ein sogenanntes Langbettgrab auf, welches sich zwischen Eckernförde und einem Ort befindet, der sich, ebenso wie mein Geburtsort in Baden-Württemberg, Ludwigsburg nennt. Bei dem Langbettgrab handelt es sich um eine restaurierte Grabanlage aus der jüngeren Steinzeit, deren Alter auf ca. 4500 Jahre geschätzt wird. Drei Grabkammern liegen in einem steingefassten Erdbett, das eine Länge von 60 Metern und eine Breite von etwa 5,5 Metern aufweist. Die Höhe liegt etwa bei 2,5 Metern. Die Steinumfassung besteht aus Findlingen mit einem Gewicht von 1,5 bis 2 Tonnen, während die Zwischenräume mit Lehm- und Quarzplatten geschlossen sind. Die drei Kammern dienten als Grüfte für wiederholte Bestattungen. Den Toten wurde Haushaltsgerätschaften, Schmuck und Tongeschirr mit ins Grab gegeben. Die im Hügelmantel außerdem vorgefundenen Urnengräber belegen die weitere Benutzung dieser Grabstätte während der Eisenzeit bis hinein in die Jahrhunderte nach Christi Geburt. Bei unserem bevorstehenden Museumsbesuch werden wir noch einmal kurz auf dieses Langbettgrab zurückkommen. Eine Stätte, auf der im Winter bei Vollmond ein wenig zu meditieren, unter Umständen zu interessanten inneren Bildern, ja vielleicht sogar Erscheinungen aus der Anderswelt führen könnte. Das aus diversen Sagas überlieferte sogenannte Utisetta, das Draußensitzen, beschrieb eine besondere Form von Innenschau, bei der man etwa auf Grabhügeln meditierte, um hierdurch Kontakt mit den Geistern Verstorbener aufzunehmen. Von den germanischen Seherinnen, den sogenannten Völvas, auch Stabträgerinnen, Spähfrau oder Sparkonna geheißen, wissen wir, dass sie für ihre seherische Innenschau schon mal auf einem erhöhten Holzgerüst saßen, von welchem aus sie leichter hinüber in die Anderswelt schauten, um ihre divinatorischen Aussagen treffen zu können. Im isländischen Museum von Reykjavik ist eine solche Völva ausgestellt, die man aufgrund von Kleidungsfunden an einer Wachsfigur rekonstruiert hat. In dem Edda-Lied Baldrs Trauma reitet der Göttervater Odin, der auch als Meisterschamane gilt, ins Totenreich hinab, um dort eine bereits verstorbene Völva namens Vala mit einem Totenzauber aus ihrem Grab hervorzuzwingen. Darauf muss sie ihm Rede und Antwort über das künftige Schicksal seines Sohnes Baldr sowie über den Verbleib der Sippe der Asengötter stehen. Odin erfährt von den bevorstehenden Ragnarök. Für diese große Endschlacht gegen die Riesen wird er viele Krieger benötigen,
Um sich vorzubereiten, schickt er seine Töchter, die Walküren, aus. Ihre Aufgabe ist es, die mutigsten Krieger von den Schlachtfeldern einzusammeln, um sie darauf nach Asgard zu geleiten. Nur den tapfersten Helden ist es vergönnt, mit den dort bereits versammelten Einherjern in der großen Walhall zu speisen, wo sie von Odins Töchtern mit reichlich Met und Fleisch bewirtet werden. Die Reise nach Valhalla lautet auch die Überschrift auf einer Informationstafel, die sich nur wenige hundert Meter hinter unserer Ferienwohnung im sogenannten Hegeholz finden lässt. In diesem Waldareal fand man bei Ausgrabungen ganze 44 Grabhügel aus der Wikingerzeit. Auf einer kleinen Rundwanderung durch das dortige Hegeholz kann man deren Erhebung noch immer einsehen. Da der Stand sowie das Ansehen der Verstorbenen zu damaliger Zeit von großer Bedeutung war, wurden die Grabhügel so angelegt, dass sie von weitem noch gut sichtbar waren. Auch hier, im Hegeholz, liegen sie auf einer Geländekuppe. Man kann sich also gut vorstellen, wie wikingerzeitliche Händler auf ihrem Weg nach Haithapu dort vorbeifuhren und die Gräber von ihren Schiffen aussahen. Am kommenden Tag besuchten wir das Schleswig-Holsteinische Landesmuseum Schloss Gottorf. Vor allem das berühmte Nydamboot hatten wir vor, in Augenschein zu nehmen, das im Rahmen einer Sonderausstellung in einer eigenen Besucherhalle präsentiert wird. Wie wir durch bronzezeitliche Felszeichnungen wissen, begann die Geschichte des Bootsbaus in Skandinavien noch lange vor der Ära der Wikinger. Bewegten sich die ersten Fischer und Seefahrer noch in primitiven Einbäumen voran, entstanden nach und nach die ersten aus Planken gefertigten Schiffe. Diese sogenannte Klinkerbauweise erfuhr durch die Bootsbauer der Wikingerzeit ihren Höhepunkt, denn es entstanden Bootsrümpfe von Langschiffen, deren Eleganz und Formvollendung bis heute ihresgleichen sucht. Bevor jedoch das Segel auftauchte, war das Paddeln die älteste Art, ein Schiff anzutreiben. Der bis heute älteste Fund eines aus Planken gefertigten Bootes wurde 1921 bei Erdarbeiten auf der dänischen Insel Alsen entdeckt. Dieses sogenannte Hjortspringboot stammt aus der Zeit um 300 vor unserer Zeitrechnung und ist heute im Nationalmuseum von Kopenhagen ausgestellt. Doch zurück zum eigentlichen Nydamboot, das, wenn auch 600 Jahre jünger, immer noch in der Zeit vor den Wikingern entstand. Dafür weist es bereits einen bedeutenden technischen Fortschritt zu anderen Ruderbooten auf, nämlich jenen, dass es von einer Besatzung von 30 Mann gleichzeitig gerudert werden konnte. Das 23 Meter lange Nydamboot wurde im Jahre 1863 ebenfalls am dänischen Alsensund in Südjütland im dortigen Nydammoor ausgegraben. Es war ein hochseetaugliches Kriegsfahrzeug, welches als schneller Truppentransporter bis zu 45 Mann aufnehmen konnte. Wie bereits erwähnt, hatte das Schiff keine Segelvorrichtung und war alleine für den Antrieb mit Riemen eingerichtet, bei dem die Ruderer mit dem Rücken in Fahrtrichtung saßen. Als Ruderdollen dienten auf die Reling geschnürte Astgabeln, sogenannte Kaipen, die unterschiedlich geschmückt waren. Die sich überlappenden Planken waren mit eisernen Nieten untereinander verbunden, was dem Rumpf eine große Festigkeit gab. Als Abdichtung diente gewebter Wollstoff und eine tärige Masse.
Historiker und Archäologen wollen an seiner Bauweise römische Einflüsse ausmachen, deren Techniken offenbar als Vorbild für die Weiterentwicklung des germanischen Bootsbaus gedient haben sollen. Bei Neugrabungen fand man zudem drei aus Erlenholz geschnitzte Männerköpfe mit Bart und Kappe. Sie waren auf den Dollbordkanten des Nydam-Bootes befestigt und man vermutet, dass ihre Funktion der Spritzwasserabwehr diente. Die Kopfvorrichtung lediglich darauf zu reduzieren, darf aber wohl etwas angezweifelt werden. Ähnlich wie die späteren Drachenköpfe der Wikingerschiffe werden sie vermutlich ebenso symbolische, wenn nicht gar religiöse Bedeutung für die Seefahrer gehabt haben. Die Nachbildung diverser Gottheiten aus Holz hat bei unseren Vorfahren schließlich lange Tradition. Hier am Boot sind freilich nur Nachbauten zu sehen, während sich die Originale im Nationalmuseum von Kopenhagen befinden. Nach der Nydam-Boothalle ging es weiter in das Schloss Gottorf-Museum, das neben vielen Wikinger-Artefakten auch unzählige spannende Funde aus der Stein-, Eisen- und Bronzezeit zusammengetragen hat. Anhand vieler Schautafeln und Originalfunde bekommt man einen guten Überblick, unter welchen Umständen sich unsere Ahnen in ihrem Leben einst zu behaupten hatten. Hier etwa das Modell einer Grube zum Flintsteinabbau, der für die Menschen damaliger Zeit noch weit risikoreicher und beschwerlicher war, wie das heute der Fall bei Arbeiten tief unter der Erde ist. Dann standen wir vor einem Modell des von uns bereits besuchten Langbettgrabes, Den man hier mit einem Querschnitt und entsprechenden Accessoires wieder etwas Leben einzuhauchen versucht hat. Weitere Modelle diverser Grabhügel zeigen die Bauweise auf, mit der unsere Vorfahren ihren Verstorbenen die letzten Ruhestätten bereiteten.
Hier sind auch einige der Originalfunde aus dem Torsberger Moor zu sehen, deren Abbildungen dort lediglich auf Infotafeln zu finden sind. In einem abgedunkelten Raum befinden sich außerdem zwei Moorleichen sowie ein aufgeschichteter Holzstoß, der eine damals übliche Form der Feuerbestattung veranschaulicht. Als Moorleichen bezeichnet man menschliche Überreste oder vollständige Leichenfunde, die durch Weichteilkonservierung im sauren Milieu eines Hochmoores sowie durch Sauerstoffabschluss erhalten geblieben sind, während sich die mineralischen Anteile der Knochen oft aufgelöst haben. Moorleichen bieten aufgrund ihrer oft ausgezeichneten Erhaltungszustandes eine einmalige Gelegenheit, Menschen aus der Eisenzeit zu untersuchen. Moorleichen, die erkennbar als Menschenopfer sterben mussten, wurden meist im Spätwinter getötet. Der ausgezeichnete Erhaltungszustand der Weichteile erklärt bis heute die Faszination, Moorleichen quasi bis heute noch ins Gesicht schauen zu können. Hier die gut erhaltene Moorleiche von Windeby, die viele Jahre als Mädchen von Windeby bekannt war, bis man erkannte, dass es sich bei der Leiche um einen Jungen handelt. Nach all diesen Eindrücken und dem Nachspüren vergangener Zeiten zog es uns dann wieder zurück ins Tageslicht der Gegenwart. Genauer gesagt auf die Königswiesen von Schleswig. Dort nämlich fanden an diesem Wochenende die inzwischen recht bekannten Schleswiger Wikingertage statt, auf denen wir uns für euch einmal umgesehen haben. Wir haben dort viele bunte Eindrücke gesammelt. Diverse Interviews geführt. Und Schwertkämpfe gefilmt. Aber das wartet im zweiten Teil unserer Nordlandreise auf euch. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Servus! Und wenn ihr HeidenTV ein bisschen unterstützen wollt, einfach den roten PayPal-Link in euer Browserfenster kopieren. Dankeschön!